Eigentlich ist da ja der Betriebsrat für zuständig. Moin! Moin, moin! Moin! Moin, moin, Heiko! Na, wieder ein Brief aus Afrika dabei von Abimi? Nee, diesmal nur aus dem Rathaus. Haha, vielleicht krieg ich ja die Ehrenbürgerwürde von Diegelsen angetragen, wa? Ja, nix für ungut. Du krummer Hund, du! Ja, hör mal! Nee, Moser. 39,80. Ja, nix für ungut. Sausack. Ich schwöre, ich habe sie nicht angefasst. Ich kann noch nicht zugeben, was... Was haben Sie vor? Egal, was es sein wird, es wird keine Zeugen geben. Good man, the shuttle chicken. The shuttle chicken. Wo war ich? Keine Zeugen. Richtig. Keine Zeugen. Bis auf zwei Putzfrauen. Ganz vorsichtig. Mich? Boris! Chamsu! Klaus-Peter! Mein Gott, jetzt bricht alles auf! Boris, tu dir das nicht an! Er bekommt seine gerechte Strafe! Wir kriegen sein Geständnis! Und wenn ich dafür alle Regeln des friedlichen Verhörs brechen muss! Was für ein Geständnis? Ich sag's doch, Metin, sie kann sich an nichts erinnern! Sie glauben, ich habe dich zum Sex gezwungen. Na, seid ihr nicht mehr ganz dicht? Das ist der Rückzug, Angst vor Scham. Aber Leute, hat überhaupt keiner irgendwen zum Sex gezwungen? Doch, du mich! Sie müssen sie festnehmen. Ich wollte nicht, ich war in Susanne Pfeiffer verliebt. Doris hat mich nachts an den Bahndamm gelockt, weil sie meinte, Susanne wartet dort auf mich. Und dann hat Doris mich gezwungen, mit ihr zu schlafen. Du wolltest doch. Bitte? Du hast gesagt, du erzählst allen, dass ich kein Guru bin, sondern aus Kassel komme, wenn ich dir nicht das Kamasutra beibringe. Ja, was denn? Ich wollte nicht sie. Diese Nacht ging nie zu Ende. Und ständig dieser Regionalzug. Ich höre immer noch den Regionalzug nach Gütersloh. Ah, Herr Graf, gut, dass ich Sie hier antreffe. Herr Arendt. Ich habe noch einmal nachgedacht. An dem Tag, für den Ihre Frau ein Alibi braucht, da war ich mit Karl-Heinz auf Fotopirsch. Ja, das ist ein Freund von mir, ist auch Ornithologe. Ja. Einen Augenblick. Ist das nicht ein fantastisches Foto? Mit Datum und Uhrzeit vom besagten Tag. Buteo Buteo, ein Mäusebussard. Ganz allerliebst. Sie interessiert natürlich mehr der Hintergrund. Sehen Sie mal, man kann ganz deutlich zwei Personen und ein Auto erkennen. Könnte das nicht Ihre Frau und der Chauffeur sein? Meinen Sie, man kann das vergrößern? Ich habe die Speicherkarte extra mitgebracht.